Ja, schönen guten Tag, liebe Neue 1-Zuschauer. Ostseewelle, Radio Mecklenburg-Vorpommern, unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern mit der Aktion Scheine für Vereine. Ja, seit gut 3 Wochen sind wir mittlerweile in den Landkreisen hier bei uns im Land unterwegs gewesen und haben in jedem Dorf, in jeder Stadt und in jedem Örtchen den Verein 2000 Euro auszahlen können für die Vereinskasse als Finanzspritze. Und natürlich hoffen wir, dass hier in Neubrandenburg heute für den Cheerleader- und Dance-Verein aus der Vier-Tore-Stadt auch 2000 Euro zusammenkommen. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben sich angemeldet bei uns, bei ostseewelle.de mit ihrem Verein, haben heute früh zwischen 6 und 7 Uhr Radio gehört, sich rechtzeitig gemeldet und schon mal 1000 Euro gesichert. Jetzt geht es darum, mit der Hilfe vieler Neubrandenburger, mit der Hilfe vieler Unterstützer aus diesen 1000, 2000 Euro zu machen. Und das ganz einfach. Jeder, der bei uns jetzt auf unserem Scheck unterschreibt, für den legen wir nochmal 5 Euro extra in die Vereinskasse, sodass maximal 2000 Euro draus werden können. Und die Aktion beginnt jetzt. So, Diana, das war mein erster Cheerleader-Dance. Wie haben wir mich geschlagen? Naja, also das Rosa steht dir ganz gut, aber ich glaube, du kannst besser reden als tanzen. Na toll, danke schön. Also, ich bleibe dann doch beim Radio. Ja? Ja. Okay, ich bleibe beim Radio. Aber jetzt wollen wir gleich mal wissen, wie viel Geld ist denn für den Verein zusammengekommen? Wie hoch ist die Finanzspritze? Und da gibt es gleich die Auflösung. Heute früh habt ihr mit einem Anruf bei uns bei Ostseewelle 1000 Euro schon mal gewonnen. Und jetzt wollten wir aus diesen 1000 Euro mit der Unterstützung der Neubrandenburger 2000 Euro machen. Und ich mach's ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das war Scheine für Vereine hier in Neubrandenburg. Herzlichen Glückwunsch an den Cheerleader- und Dance-Verein. 2000 Euro Finanzspritze für die Vereinskasse. Und Scheine für Vereine geht zwar jetzt in dieser Woche zu Ende, aber ab nächste Woche bei uns, bei Ostseewelle mit Radio Mecklenburg-Vorpommern, die Hörprämie. Und die könnt ihr euch sichern. Ganz einfach Radio einschalten und nebenbei die Prämie mit aufschreiben und morgens dann Radio anschalten und uns die Prämie nennen. Also, wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei Neu 1, dein Regionalfernsehen, oder wir hören uns bei Ostseewelle.